Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's wieder Elias und höre ich ein weiteres Video für euch. Und zwar geht es heute darum, wie ihr das Pilotenheadset die ganze Zeit aufbehalten könnt. Normalerweise kann man das eben nur anhaben, wenn man in einem Flugzeug oder in einem Helikopter drin sitzt. Und heute zeige ich euch eben, wie man das auch anhaben kann, wenn man eben aus diesem Fahrzeug aussteigt. Das Geile daran ist, dass es normalerweise wirklich keiner anhat, weil man eben nicht weiß, wie das geht. Und deswegen werdet ihr auf jeden Fall sehr krass bei euren Freunden auffallen. Fangen wir also an, was ihr machen müsst, ist ganz einfach. Und zwar besorgt euch einen Helikopter. Und wenn ihr dort seid, ist es ganz wichtig, dass euer Spawnpunkt auf letzter Standort ist. Falls es nicht so sein sollte, dann müsst ihr das auf jeden Fall ändern. Wie schon gesagt, das ist sehr wichtig. Nachdem euer Spawnpunkt auf letzter Standort ist, geht ihr auf euer Inventar und dann guckt ihr eben, dass ihr wirklich nichts anhabt. Das bedeutet also, ihr dürft keine Maske oder sonst irgendwas aufhaben. Falls es so sein sollte, einfach ausziehen. Und sobald ihr keine Maske und keine Brille oder sonst irgendwas mehr aufhabt, dann müsst ihr einfach nur in den Helikopter einsteigen. Sobald ihr im Helikopter drin seid, haltet ihr wieder Select oder halt Back gedrückt und zieht dann eine Brille an. Das bedeutet also, ihr geht wieder auf Inventar und jetzt müsst ihr einfach nur eine beliebige Brille anziehen. Falls ihr keine besitzt, müsst ihr euch eben eine kaufen gehen. Sobald ihr die Brille anhabt, müsst ihr einfach nur das Inventar wieder schließen und sobald ihr es geschlossen habt, dann wartet ihr 2 Sekunden, öffnet das Inventar wieder und zieht die Brille wieder aus. Sobald ihr die Brille wieder ausgezogen habt, müsst ihr einfach nur ein paar Meter in die Luft fliegen und sobald ihr das gemacht habt, drückt ihr Start, geht dann auf Online und dann geht ihr auf neue Sitzung finden. Und wie ihr sehen könnt, spawne ich in der neuen Lobby und habe das Pilotenheadset immer noch auf, obwohl ich in keinem Helikopter oder sonst irgendwas drin sitze. Damit ihr das Pilotenheadset für immer behalten könnt, müsst ihr noch ein paar Schritte machen und zwar haltet ihr wieder Select oder halt Back gedrückt, geht dann wieder auf Inventar und sobald ihr im Inventar seid, müsst ihr einen Fallschirm anziehen. Sobald ihr den Fallschirm angezogen habt, müsst ihr das Inventar wieder schließen, öffnet dann wieder das Inventar und zieht den Fallschirm wieder aus. Wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr unten rechts im Bildschirm so einen kleinen Kreisel sehen und der dreht sich jetzt eben ein bisschen und das bedeutet dann eben, dass sich alles gespeichert hat und jetzt könnt ihr das Pilotenheadset immer ausziehen und wieder anziehen. Auf jeden Fall ein ziemlich cooler Glitch, falls man eben mal ein bisschen seine Freunde überraschen will und ja, das war's von mir. Ich bin ja weg. Ciao. Haut rein.